Ja, herzlich willkommen zum Partizipationscafé zum Thema politische Bildung und Jugendbeteiligung. Mein Name ist Tobias Thiel von der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und wir machen das Partizipationscafé gemeinsam mit dem Landeszentrum Jugend und Kommune. Da ist Maria Burkhardt, die mit mir moderiert. Magst du kurz was zu dir sagen? Ja, hallo, ich bin Maria Burkhardt und leite das Landeszentrum Jugend und Kommune mit der Aufgabe, Kommunen bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen in Sachsen-Anhalt. Ich bin Studienleiter für gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. Und da bin ich sozusagen verbunden, oder mein Bundesverband ist die Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung. Und unsere Bundestutorin, allerdings zurzeit in Elternzeit, Hanna Lorenzen, war auch Mitautorin des 16. Kinder- und Jugendberichts. Ich begrüße dich ganz herzlich, Hanna. Vielleicht willst du uns auch noch was von dir mitgeben, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, was dir gerade auf den Nägeln brennt. Ja, hallo, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Du hast eigentlich schon alles gesagt, Tobias. Ich bin von Haus aus Politikwissenschaftlerin und stellvertretende Generalsekretärin bei den evangelischen Akademien in Deutschland und eben dort auch für die politische Jugendbildung tätig. Und für dieses Praxisfeld war ich dann auch in die Sachverständigenkommission des 16. Kinder- und Jugendberichts berufen, der ja das Thema politische Bildung zum Schwerpunkt hat. Sagst du noch was zur Reihe, Maria, vielleicht, was wir so allgemein machen und was Ja, vielleicht auch als nächstes kommt oder was schon da war? sehr gern. Genau, also seit 2020 gibt es diese Reihe entwickelt es sich aus dem Format Jugendbeteiligung neu denken. Und ja, seit diesem Jahr sind wir als Landeszentrum auch mit dabei. Im Partizipationscafé kommen jeden ersten Montag im Monat verschiedene Expertinnen und Experten zu verschiedenen Themenschwerpunkten zur Beteiligung zu Wort. Unterschiedlich junge Menschen waren dabei. Fachkräfte aus digitaler Beteiligung. Genau, und falls Sie ein Thema verpasst haben, wo Sie sagen, das lohnt sich nochmal einen Blick drauf zu werfen, dann schauen Sie gerne mal auf der Seite partizipationscafé.de vorbei oder bei YouTube. Dort findet man die aufgezeichneten Gesprächsrunden und Statements. Genau. Und dann würden wir gleich mal ins Interview starten, würde ich vorschlagen. Und zwar, Hanna, würde ich dir jetzt Satzanfänge geben und würde dich bitten, die nur kurz zu beenden. Und zwar, die Corona-Pandemie bedeutet für Kinder und Jugendliche das. Sich ungleiche Bildungschancen nochmal verschärft haben und es sich gezeigt hat, dass in Krisensituationen Kinder und Jugendliche fehlende Mitwirkungsmöglichkeiten haben und auf ihre Rolle als Schülerinnen und Schüler reduziert werden. Um sich in politischen Entscheidungen einbringen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche. Erstmal das Bewusstsein für die eigenen politischen Interessen und die Fähigkeit, die eigenen Anliegen auch einbringen zu können und zu wissen, wo und wie das demokratisch passieren kann. Und die Orte dafür sind meist sehr viel vielfältiger, als das auf den ersten Blick so scheint. Kinder und Jugendliche sind beteiligt, wenn. Kinder und Jugendliche sind beteiligt, wenn sie wirklich bei allen den Alltag, ihren Alltag betreffenden Entscheidungen Mitspracherecht haben und nicht nur bei von Erwachsenen ausgewählten Teilbereichen Mitspracherecht haben und wenn Beteiligungsprozesse nicht simuliert werden, sondern wirklich wirkungsvoll sind. Dass Kinder und Jugendliche Smartphones, Social Media und Videospiele mehrfach täglich nutzen, bedeutet für Partizipationsprozesse das? Es sehr viel mehr Partizipationsprozesse gibt im digitalen Raum, sehr viel mehr Möglichkeiten, sich auch niedrigschwellig demokratisch zu äußern, einzubringen, aber eben auch sehr viel mehr Herausforderungen mit demokratiefeindlichen Aktivitäten im Netz und dafür eben andere Fähigkeiten einer Medienkompetenz, die Jugendliche und Kinder brauchen, um das Netz auch demokratisch nutzen zu können. Anders als in Städten braucht Kinder- und Jugendbeteiligung in ländlichen Räumen. Neben
längerfristigen Beteiligungsoptionen, auch projektorientierte Beteiligungsoptionen und vor allem die Infrastruktur, digital wie analog. Dazu gehört der Breitbandausbau genauso wie der öffentliche Nahverkehr und eine nachhaltige Struktur von Kinder- und Jugendarbeit vor Ort, die das auch gewährleisten kann, dass es diese Optionen gibt. Wunderbar, jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Anregungen, ja, was die digitalen Medien betrifft, was den Nahverkehr, den ländlichen Raum betrifft. Aber zuerst würde ich doch noch mal einsteigen, weil ein Schwerpunkt im 16. Kinder- und Jugendbericht ist ja die politische Jugendbildung. Vielleicht sagst du mal, wie ihr das, ihr seid ja mehrere Autoren gewesen, Autorinnen gewesen, wie ihr das definiert habt. Was ist denn eigentlich politische Kinder- und Jugendbildung und was habt ihr dazu geschrieben im Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung? Ja, sehr gerne. Da ist ja kann ich direkt einhaken mit einer langen Diskussion, die wir auch in der Sachverständigenkommission hatten, darüber, ob es denn demokratische Bildung oder politische Bildung heißen sollte. Denn unser Auftrag für den Jugendbericht hieß demokratische Bildung im Jugendalter. Und wir haben uns aber entschlossen in der Sachverständigenkommission, dass wir von politischer Bildung sprechen wollen, weil in unserer Definition politische Bildung immer einen normativen Kern hat und deshalb auch nicht neutral sein kann, weil sie eben auf diesem normativen Kern beruht. Und zwar ist dann noch wichtig festzuhalten, dass politische Bildung für uns immer mehr als Wissensvermittlung ist, also dass es nicht darum geht, einen Vermittlungsprozess zu gestalten, der von den Expertinnen an unwissende Laien weitergegeben wird, sondern dass es um einen Aneignungsprozess von Kindern und Jugendlichen geht und deswegen politische Bildung auch immer in den Lebensbereichen und bei den Anliegen und Interessen von Kindern und Jugendlichen ansetzen müssen. Und vielleicht noch als letzter Punkt, ich habe schon zu Beginn gesagt, dass es uns wichtig war, wir wollen keine künstliche Trennung von den Begriffen Demokratiebildung und politische Bildung. Für uns ist das in erster Linie synonym zu verwenden. Trotzdem war es uns natürlich wichtig, auch festzuhalten, dass jetzt nicht jeder Beteiligungsprozess oder auch jeder demokratische Kommunikationsprozess automatisch gleich politische Bildung ist, sondern dass da eben noch, wir kommen ja vielleicht später noch drauf, noch weitere Dinge dazugehören, aber Beteiligung ganz klar ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt für politische Bildungsprozesse ist. Noch ein letzter Punkt, weil ich den auch noch wichtig fand. Die Mündigkeit, also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt der politischen Bildung, dass Kinder und Jugendliche als mündige Subjekte wahrgenommen werden, also nicht nur als diejenigen, die eben von staatlicher Seite adressiert werden, sondern genau die, die es auch mit, die eben Politik, Demokratie mitgestalten und diese auch als veränderbar wahrnehmen. Und deswegen geht es einerseits darum, die Kritikfähigkeit durch politische Bildung zu stärken, also auch den Status quo hinterfragen zu können. Aber es geht auch darum, Visionen und Utopien auch für die Demokratie zu denken und wirklich zukunftsgerichtet auf diese Veränderbarkeit den Bildungsprozess zu richten. Das vielleicht noch als letzter Punkt zum Thema Mündigkeit. Du sprachst jetzt an, Beteiligung oder auch politische Bildung ganz klar in den Lebensbereichen und Interessen von jungen Menschen. Was bedeutet das jetzt konkret für die kommunale Jugendbeteiligung? Also es bedeutet für die kommunale Jugendbeteiligung in erster Linie, das habe ich zu Beginn, glaube ich, auch schon kurz angedeutet, dass es eben ganz verschiedene Beteiligungsoptionen gibt und dass diese auch als solche gesehen werden. Also dass zum Beispiel, dass es von den Kinder- und Jugendparlamenten oder Jugendbeiräten, sie haben ja unterschiedliche Namen, dass es dort einen Ausbau gibt, genauso wie dass Jugendverbände oder Jugendorganisationen von den Parteien Angebote machen, bis hin zu den offenen Angeboten von Jugendbeteiligung. Also dass es diese ganz unterschiedlichen Angebote gibt und dass sie auch unterschiedlich gestaltet sind, von offenen Angeboten, die ganz kurz, wo man sich dann projektorientiert beteiligen kann, zu den längerfristigen
Dann finde ich es wichtig, dass auch in der kommunalen Jugendbeteiligung nicht vorschnell es die Interessen und die Anliegen von Kindern und Jugendlichen verengt werden auf rein kommunale Kontexte. So wichtig das ist, weil nämlich gerade in der Kommune kann natürlich ganz viel politiknah erlebt werden. Das soll aber nicht dazu führen, dass zum Beispiel jetzt die Mitgestaltung des Bolzplatzes dann auch alles ist, was mit entschieden werden kann oder was sofort verengt wird, weil das eben den Alltag besonders beschäftigt. Das kann so sein, aber wir haben, glaube ich, an ganz vielen Beispielen gesehen, Fridays for Future ist nur das Prominenteste, dass sich Jugendliche ganz breit für politische Themen interessieren und sich überall beteiligen wollen. Und auch jedes politische Thema, sei es jetzt Außenpolitik oder Wohnungspolitik oder Umweltpolitik, hat wiederum auch Einfluss auf die kommunale Politik. Und deswegen ist diese Trennung, wir verengen das von Anfang an auf wirklich zu enge Themenbereiche, die wir dann als Erwachsene auch noch auswählen und weiten das gar nicht von Anfang an. Das ist, glaube ich, ein Stolperstein, den wir im Blick haben müssen und dass wir von Anfang an von diesem sehr breiten Politikverständnis ausgehen und dass sich Jugendliche auch zu allen Themen, die sie bewegen, äußern können und dass es dort Mitsprachemöglichkeiten gibt. Jetzt hast du ja auch angedeutet, dass politische Bildung, also dass Beteiligung ein Element von politischer Bildung ist, aber politische Bildung natürlich noch mehr beinhaltet. Wie kann das noch stärker oder noch besser zusammengedacht werden? Ja, also wir haben im Jugendbericht ja die verschiedenen sozialen Räume uns angeschaut, auch in der Jugendarbeit, die verschiedenen Praxisfelder. Und dort wird sich jetzt verstärkt mit politischer Bildung beschäftigt, nicht erst seit dem Jugendbericht, das ist schon eine längere Tendenz. Und da steht Beteiligung natürlich ganz oft im Kern der Auseinandersetzung, was ja auch wichtig ist, denn es ist, wie ich schon gesagt habe zu Beginn, ein ganz, ganz wichtiger Anknüpfungspunkt für politische Bildung. Allerdings bleibt auch die Auseinandersetzung mit Beteiligung ganz oft verkürzt eben auf die eigenen Angebote, auf die eigenen Maßnahmen, auf das eigene Praxisfeld, also auf die Beteiligung im Jugendtreff. Und genau das ist ja auch die vorrangigste Aufgabe. Was allerdings seltener passiert, ist auch, wie kann von diesem Kontext das eigene Praxisfeld oder auch nur die eigene Einrichtung Beteiligung auch in einem größeren gesellschaftspolitischen Kontext gedacht werden? Wie gelingt dieser Transfer in gesellschaftspolitische Themenbereiche, in die Kommune? Eben, wie kann ich diesen Transfer leisten von meiner Einrichtung in einen weiteren politischen Kontext? Das ist eine Empfehlung, da den Blick drauf zu richten und Potenziale stärker auszuschöpfen, die überall da sind, vor allem in der Jugendarbeit, in den verschiedenen Praxisfeldern. Ein zweiter Punkt ist es, die Reflexion zu stärken. Also jeder Beteiligungsprozess, aber auch jede Form der Nichtbeteiligung bietet Reflexionsanlässe, die dann auch von Fachkräften genutzt werden müssen. Also was habe ich denn durch die Beteiligung oder auch durch eine Nichtbeteiligung, siehe Corona, eigentlich gelernt, was ergeben sich daraus für mich für Handlungsoptionen, wie erlebe ich das, wie erfahre ich das, also diese Reflexion wirklich zu begleiten, um eben auch Lernprozesse zu ermöglichen. Deswegen das Stichwort Reflexion als ganz wichtiges Stichwort. Beteiligungsprozesse müssen reflektiert werden, um politische Bildung werden zu können. Ein dritter Punkt ist vielleicht eine Empfehlung, die wir unter dem Stichwort Vernetzung zusammengefasst haben. Die verschiedenen sozialen Räume, die wir uns anschauen, von den Medien über die Jugendarbeit, über die Schule, über die soziale Arbeit, dass wir sehen, wo gibt es eigentlich Kooperationspartner und Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die wir bisher noch nicht so auf dem Schirm haben, um eben aus Beteiligungsprozessen dann auch politische Bildung leichter werden zu lassen. Also das kann geschehen, indem zum Beispiel jetzt in einem Jugendbeirat mit einer Jugendbildungsstätte zusammengearbeitet wird. Es kann aber auch sein, dass jemand, der sich jetzt eher versteht als Vertreterin der politischen Jugendbildung, stärker mit Vertretern der sozialen Arbeit zusammenarbeiten, um einfach zu sehen, wie können wir
vielleicht Beteiligungsprozesse mit Lernprozessen, die eben dann auch politische Lernprozesse sind, verbinden und diesen Blick für Kooperationen zu weiten und dann nicht nur im eigenen kleinen Angelteich zu fischen. Jetzt hast du ganz viele praktische Beispiele aus der sozusagen aus dem ja, in der Corona-Zeiten sagt man jetzt im realen Leben, dann aus dem Präsenzleben gebracht. Und du hast aber vorhin gesagt, bei den digitalen Medien, da gibt es schon ganz viel Beteiligung. Da passiert schon ganz viel. Da sind wir also schon mitten in der Beteiligungsgeschichte. Und im Jugendbericht gilt es ja um sowas wie digitale Mündigkeit. Also da steht dann auch, ich glaube, das nennt ihr Theoretical Literacy, also sowas wie eine juristische Alphabetisierung, die da gefordert wird. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, ist das nicht eigentlich nur, also ist das nicht zu viel verlangt, ist das nicht eigentlich ein Kommunikationswerkzeug, das junge Menschen einfach benutzen, weil sie damit Dinge einfach machen können? Oder was können digitale Medien leisten und was braucht es dann wirklich, wie müssen Jugendliche qualifiziert werden dafür? Also eine wichtige für uns wichtige Erkenntnis, sage ich jetzt mal, aus der Arbeit am Bericht war, dass wir politische Bildung und Medienbildung nicht mehr voneinander trennen können. Also es gibt nicht mehr diese Bildung, die einfach sagt, wir zeigen jetzt, wie die Hardware zu bedienen ist, wir zeigen jetzt, wie ihr eigentlich wie ihr euer Smartphone benutzt, sondern es geht ganz klar um eine Verschränkung der politischen Bildung mit der Medienbildung. Und dazu gehört eben auch die kritische Medienbildung zu stärken. Also, dass Kinder und Jugendliche damit sich auseinandersetzen, was sind eigentlich die Geschäftsmodelle von den großen Tech-Plattformen, was sind Bots, wie funktionieren Algorithmen, natürlich nicht technisch, aber was machen sie? Wie funktioniert die Datenökonomie? Also solche Fragen, das eben auch wirklich kritisch mit Jugendlichen zu bearbeiten, ist eine wichtige Forderung. Und zu dem Thema der juristischen Alphabetisierung ist es wichtig, dass wir ganz lange in einem großen, wichtigen Kapitel beschreiben, dass eben Jugendliche keine oder nicht nur Rezipientinnen und Rezipienten von Medieninhalten im Netz sind, sondern sie sind Produzentinnen und Produzenten, und zwar die ganze Zeit. Und das hat automatisch dann natürlich auch mit demokratischen Prozessen zu tun, denn sie kommentieren Aussagen in den sozialen Netzwerken, sie teilen Memes, Screenshots, sie sind also in ganz verschiedenen Arten aktiv. Das ist nicht immer politisch, aber das ist sehr oft auch politisch. Und deshalb ist es wichtig, dass sie auch wissen, wann sie sich politisch äußern, also das ist und wie die Regeln im Netz anders funktionieren oder vielleicht auch einfach noch völlig unreguliert funktionieren. Das ist ja durchaus ein Unterschied, ob man sich jetzt im Netz äußert oder nicht. Und welche Regelungen das vielleicht noch bedarf. Das sind jetzt natürlich vor allem dann gefragt, wenn es um demokratiefeindliche Aussagen auf Streaming-Plattformen und so weiter geht, dass sich Jugendliche darüber auch informieren, wie sie sich schützen können und dass sie diese demokratiefeindlichen Aussagen dann auch erkennen können. Ein zweiter Punkt ist, dass durch diese Selbstproduzentsein von Medieninhalten ist es natürlich auch wichtig, sich in den Rechtsbereichen auszukennen. Also zum Beispiel, wir hatten das jetzt mit den Upload-Filtern, die Gesetzgebung ganz viel darüber, dass sich Jugendliche auch selbstständig eingelesen haben in diese Upload-Filter-Gesetzgebung, aber zum Beispiel von Urheberrecht noch nie gehört hatten. Also die Rechtsbereiche sind ja durchaus sehr speziell, die jetzt gerade im digitalen Raum dann plötzlich relevant werden, und zwar relevant für das Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen im Netz. Und dass wir diese Rechtsbereiche dann auch auf dem Schirm haben, damit Jugendliche eben nicht kriminalisiert werden können im Netz. Das ist auch ein jugendpolitischer Auftrag, dass wir eben netzpolitische Rechtsbereiche, aber auch netzpolitische Themen zusammendenken mit jugendpolitischen Themen. Und das sind eben oft sehr spezielle Rechtsbereiche, die weder bei Fachkräften noch bei Jugendlichen besonders bekannt sind oder das überhaupt als Thema auf dem Schirm wäre. Und das meinen wir mit dieser Alphabetisierung.
frage jetzt noch einmal ganz kurz kritisch nach. Ist es aber nicht, also jetzt, wenn ich begebe ich mich mal in so eine, habe ja auch immer eine Fürsorgepflicht für Jugendliche in so eine Rolle, müsste es nicht eigentlich so sein, dass Jugendliche, wenn sie ein Smartphone kriegen und da irgendwas machen, dass sie das einfach sorglos, relativ sorglos nutzen können? Ist es wirklich so, dass sie vorher Urheberrecht lernen müssen und alles mögliche andere, bevor sie einfach das erste Meme teilen? Also müssten wir nicht eigentlich Gesetzgebung ändern, müssten wir nicht eigentlich die Regeln ändern? Ist das nicht sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt, zu sagen, die Jugendlichen müssen jetzt sozusagen erstmal Jura studieren, ich übertreibe, ja, erstmal Jura studieren, bevor sie dann das Internet nutzen dürfen? Ja, ich glaube, es ist nicht entweder oder. Also selbstverständlich ist es ganz klar, dass wir uns hier in einem Raum bewegen, der einfach weniger reguliert ist als analoge Bildungsräume. Und dass wir da ran müssen, ist ganz klar ein netzpolitischer Auftrag, der parallel laufen muss. Und ich glaube, dass es aber ein Trugschluss ist, dass Jugendliche eben sich trotzdem die ganze Zeit in diesem Raum schon bewegen und erstmal verstehen müssen, das ist ein noch wenig regulierter Raum. Was hat das für Konsequenzen? Das ist erstmal, muss das jetzt noch keine juristische Ausbildung sein. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass man die ganzen Rechtsbereiche durchdekliniert, sondern dort, wo eben dieses Produzieren von Medieninhalten passiert, dass wir dann schauen, hat das eigentlich mögliche rechtliche Konsequenzen für die Kinder und Jugendlichen, oder welche Rechte oder auch Pflichten, die sie auch im analogen Raum hätten, sind jetzt hier eigentlich berührt. Also das ist, glaube ich, gar nicht so viel, dass wir da neue Rechtsbereiche durchdeklinieren müssen, sondern wirklich nur die, die dann in dem Fall betroffen sind. Und ich glaube, das ist eine gerade von Eltern und Fachkräften jetzt keine aktive, wir machen jetzt ein Seminar zu Urheberrecht 1, Urheberrecht 2, sondern das ist eher ein eigenes Verständnis, dass wir uns als Begleitung von diesem Produktionsverhalten verstehen. Also, dass wir selber sehen, das ist jetzt ein, hier produziert, werden Medieninhalte produziert, die dann auch nicht mehr aus der Welt zu schaffen sind. Da geht es ja auch um das Recht am eigenen Bild. Also auch eigene Rechte, die dort verteidigt werden können oder sollten. Und dass wir eben wissen, da passiert es, werden Medieninhalte produziert und wir dann, haben es im Jugendbericht koedukative Bildungsprozesse genannt, also wir uns als Begleiterinnen verstehen, wie dieses Produktionsverhalten dann eben gestärkt, gefördert, aber eben auch die Gefahren oder vielleicht auch die Herausforderungen, die damit einhergehen, auf dem Schirm haben und Jugendliche dabei begleiten, das eben selbstbewusst tun zu können und gestärkt tun zu können, dieses Produktionsverhalten, aber eben sie nicht daran hindern, es zu tun, weil das gibt es ja durchaus auch, dass einfach alles, was mit Teilen oder überhaupt in sozialen Netzwerken unterwegs sein, dass das einfach ganz unterbunden wird. Das ist zum Beispiel in der Schule ganz oft der Fall. Da heißt es dann einfach, das Smartphone kommt halt vom Tisch und wir beschäftigen uns damit nicht und mit den ganzen Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid, beschäftigen wir uns auch nicht. Und was ihr dann in eurer Freizeit macht, ist eure Sache und dann werden Jugendliche eben allein gelassen als Produzentinnen und Produzenten in diesen sozialen Netzwerken. Und das ist uns eben wichtig klarzumachen, das kann auch nicht die Lösung sein, sondern wir brauchen dort die Begleitung von Fachkräften, von Eltern, und so weiter. Erstmal ganz herzlichen Dank bis hierhin. Bevor wir jetzt gleich sozusagen in die Diskussion gehen, haben wir noch eine Abschlussfrage für dich. Das wird jetzt schwierig, weil da darfst du nur 45 Sekunden antworten, weil das wollen wir natürlich für Instagram nutzen und nicht erst in dieses IGTV, sondern direkt live das dort haben. Und die Abschlussfrage ist so ganz allgemein und ganz konkret wie: Woran erkennt man eine funktionierende Kinder- und Jugendbeteiligungslandschaft? Dafür hast du jetzt 45 Sekunden. Eine funktionierende Kinder- und Jugendbeteiligungslandschaft erkennen wir daran, dass Beteiligungsprozesse nicht simuliert werden, sondern dass sie wirkungsvoll sind. Wirkungsvoll heißt, sie sind nicht nur erschöpft in Planspielen oder in einmaligen Fragerunden mit Politikerinnen und Politikern, sondern systematische Einbindung in allen Bereichen, in denen Kinder und Jugendliche im Alltag betroffen sind. Es bedeutet auch, dass sie in ihren Anliegen und Interessen nicht auf einzelne Politikbereiche beschränkt bleiben, die Erwachsene vielleicht für sie auswählen, sondern dass sie die Möglichkeit haben, zu allen Politikbereichen
von der Wohnungspolitik über die Umweltpolitik, über die Außenpolitik Mitsprachemöglichkeiten haben. Dort, wo sie sie nicht haben, dass auch transparent gemacht wird, dass mit ihnen erläutert wird. Und schließlich mit Blick auf die Kinder ist es wichtig, dass wir überhaupt Beteiligungsoptionen für Kinder haben. Das ist nämlich an ganz, ganz vielen Stellen noch überhaupt nicht der Fall, dass es eine Beteiligungslandschaft für Kinder gibt. Das ist im Jugendbereich schon ein bisschen mehr ausgeprägt, aber im Kinderbereich noch nicht. Also da brauchen wir überhaupt erst eine Landschaft. Unser Freiwilliger hat gerade gestöhnt, weil das waren definitiv mehr als 45 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht, ob er... aber zum Glück muss er das ja nicht mehr schneiden, sondern das geben wir einfach an jemand anders ab und dann gucken wir mal, wie viel Statements wir da draus machen oder ob wir nicht kürzen. Ja, ganz ihr könnt mich gerne kürzen, was euch gefällt. Es waren drei. Ganz herzlichen Dank für das Partizipationscafé. Das war sozusagen der offizielle Teil, die Aufzeichnung mit Hanna Lorenzen, Bundestutorin der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung und Mitautorin des 16. Kinder- und Jugendberichts, zusammen mit Maria Burkhardt vom Landeszentrum Jugend und Kommune und mir, ich bin Tobias Thiel von der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. Ach so, finanziert wurde das Ganze natürlich aus dem Bundesministerium für Frauen, Senioren und so weiter und dem Land Sachsen-Anhalt, aber das findet man ja auch nochmal auf der Tafel am Ende des Films. Ich würde jetzt die Aufzeichnung beenden und wir können dann einfach in die Diskussion einsteigen.